Erst wenn wir Verlorene sind, werden unsere Namen ins Eis geschrieben, auf das sie alle erfahren. Wenn wir jeden Punkt erreicht haben, spielt es keine Rolle mehr. Erzählt mir von dem Geist, der sich Mephistopheles gestellt hat. Lasst es, Mick. Ich hasse dieses ganze Gerede von mir in der Vergangenheitsform. Sie kam voller Zorn, voller Leidenschaft und voller Hoffnung hierher. Sie war wie ein Feuer an einem kalten Ort und wir wurden von ihrer Wärme angezogen. Als Mephistopheles zum Tor kam, um das Verschlingen anzukünden, forderte sie ihn heraus. Ich weiß nicht, wie er es tat, doch er nahm ihr dieses Feuer. Sie weigerte sich, darüber zu sprechen und versiegelte sich in der Höhle in der Mitte der Stadt. Jetzt haust sie dort, wird langsam kalt, zu einer der Verlorenen. Gibt's eine Möglichkeit, ihr zu helfen? Ja, die gibt es. Ihr könnt dem Leiden des armen Geistes ein Ende bereiten. Dank Mephistopheles gehört sie ja schon praktisch zu den Verlorenen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wie helfe ich ihr, zu einer der Verlorenen zu werden? Könnt ihr mich ebenfalls nicht sehen? Genug davon, der Witz hat sich abgenutzt. Um ihr zu helfen, müsst ihr dem Eisschreiber helfen. Wenn der Eisschreiber ihren Namen in das Eis schreibt, wird ihre Seele zu den Verlorenen gehen. Es ist kein wahrer Friede, doch es ist besser als die Qual. Der Eisschreiber, wäre es das? Ich bin mir nicht sicher, ob er ein Wer oder was ist. In vielerlei Hinsicht schien er wie ein Schoßtierchen und nicht wie eine Person. Doch der vergangene Führer des Eisschreibers hat ihm gelehrt, einfache Wortbilder zu formen, also wer will da schon sagen, was er ist. Doch soweit wir uns zurückerinnern, war es stets der Eisschreiber, der die Namen der Verlorenen ins Eis geschnitten hat. Wenn ihr ganz genau schaut, werdet ihr zahllose Namen im Eis erkennen, tief begraben. So hat die Stadt auch ihren Namen bekommen. Wer war der Führer des Eisschreibers? Nur eine weitere tote Seele, wie die anderen von uns. Doch jetzt ist er nur ein weiteres Opfer von Mephistopheles Verschlingen. So viele hat er genommen, so viele. Wir sind die Verlorenen. Die verlorenen Seelen sind Geister, die sich nicht mehr nach dem Leben sehnen. Es sind jene, die aufgegeben haben. Das Eis verschlingt sie und sie werden Teil der Verzweiflung, aus der Kania besteht. Danke! Super! Erzählst du mir mehr? Du Arsch! Mephi! Lass es! Ich versuche mit den Leuten hier zu reden! Kennt ihr den wahren Namen des Seelenfängers? Ach, würde ich ihn doch kennen. Würde ich ihn doch kennen. Jene, die den wahren Namen des Seelenfängers kennen, können ihm befehlen, einen überall hinreisen zu lassen. Überall hin. Ich kenne nur einen, der die Antwort kennt. Wer? Mephistopheles. Verflucht sei sein Name. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis was geschieht. Mephistopheles wird dafür bezahlen, was diese Geister erleiden. Bis entweder Mephistopheles unsere Seelen frisst, damit sie zum Teil seiner neuen Armee werden, oder bis wir der Kälte erliegen und zu den Verlorenen gehen. Ich möchte nur leben, nur nach Hause zurückkehren. Doch das ist nicht möglich. Ich möchte auch nach Hause zurückkehren. Und das tun wir alle, wenn auch nur für einen Augenblick. Deswegen versammeln sich so viele hier in der Stadt der verlorenen Seelen. Sie hoffen, träumen und erkalten langsam. Es ist nur eine Frage der Zeit. Warum könnt ihr nicht wieder leben? Mephistopheles hat das Tor versiegelt und wir Geister können es nicht mehr durchschreiten. Es gab eine Zeit, als wir zumindest an den Ort unseres Todes zurückkehren und dort spuken konnten. Doch die gibt es nicht mehr. Nicht von hier. Warum hat Mephistopheles die Tore versiegelt? Vielleicht wollte er nicht, dass man ihm folgt. Außerdem denke ich nicht, dass er zurückkommen wird. Er ist in der Welt Tori stärker und verschlingt täglich mehr und mehr unserer Seelen. Jeder von uns in einer weißen Wolke. Gibt's eine Möglichkeit, dieses Verschlingen eurer Seelen zu beenden? Ja, einer hat es versucht. Das hatten wir. Blablabla. Was bedeutet es? Wir sind die Verlorenen. Ich glaube, wir haben's, oder? Zurück zu meinen anderen Fragen. Blablabla. Ne, ich glaube, das war's. Lebt wohl. Jep, die Quest wäre dann abgeschlossen. Wir haben noch Arden, der Flinke. Das war doch der unten in der Taverne drin. Plopp, und noch einer weniger. Herrlich. Tja, zum Höllenmief.
schauen wir es uns wieder an. Hören wir ihm vielleicht mal etwas aufmerksamer zu. Oh, die Minenarbeiter sind immer noch schlecht gelaunt. Hehehehe. Upsi. Ja, tut mir leid, da müsst ihr mit leben. Warum ist der gerade unsichtbar geworden und verschwunden? Slat, Minensklave. Ach, da ist er. Na, machen wir es einfach so. Zack und zack. Ist mir doch egal, ob ihr unsichtbar seid. Was juckt das nicht? Zack. Zack. Okay, dann dürft ihr jetzt wieder sichtbar werden. So machen wir auch direkt Ruhe hier, so etwas. Das ist auch viel übersichtlicher direkt, oder? Ah, ah, da seid ihr ja auch erst verletzt. Die halten echt was aus, das muss man ihnen lassen. Aber dafür gibt's ja Hammer der Götter. Zack. Zack. Er ist schwer verwundet. Oh Gott. Was? An was bin ich gerade verreckt? Ich habe überhaupt gar nicht mitgekriegt, dass ich Schaden genommen habe. So eine Kacke. Ups. Wieso Minenbüro? Was? Ich habe nicht gespeichert, seit ich den umgehauen habe. Ist nicht euer Ernst. Sagt, dass das nicht wahr ist. Fuck. Bin ich so blöd. Na, dann bleibt's jetzt auch dabei. Es hat ja eigentlich eh nichts genutzt. Ich habe nicht einmal gespeichert, verdammte Axt. Scheiße. Es hat ja eh nichts groß genutzt. Hallo, ich meine, die sind alle feindlich geworden. Und alles. Er hat nichts Besonderes abgeworfen. Warum? Da muss ich schnell wieder mit denen reden, dass ich die Erfahrung wieder mitnehme. Oh Gott. Ja, bla bla bla. Torrel, stamme von dort. Was bedeutet es? Zurück zu meinen anderen Fragen. Wer sind die Verlorenen? Weiter. Der Eisschreiber, wer ist das? Wer war der Führer? Erzählt mir davon. Gibt es eine Möglichkeit? Wie kann man hier helfen? Der Eisschreiber, wer ist das? Erzählt mir vom Geist. Blablabla. Warum könnt ihr nicht wieder leben? Mephistopheles verschlingt eure Seelen. Was bedeutet es? Gibt es eine Möglichkeit, es zu beenden? Wie lautete ihr Name? Erzählt mir weiter von dem Geist. Ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Bla bla bla. Ja, ich glaube, das wäre es dann gewesen. Okay. Ich hoffe es zumindest. Naja, da muss ich mich jetzt auch in der Bar dort unten nicht wieder rumprügeln. Sparen wir uns das auch. Wie viel brauche ich eigentlich bis zum Level-Up? Ja, nö, sind ja nur noch 19.000 Erfahrung. Ob wir das überhaupt noch sehen, weiß ich nicht. Na gut, vielleicht wenn noch eine dicke Quest kommt, die ewig in 3 Tage viel Belohnung gibt. Schon sind sie wieder freundlich, die ganzen Minenarbeiter. Also, Arden der Flinke, was ist deine Geschichte? Der alte Tiefling ist wieder mit seinem Kartenspiel beschäftigt. Er lächelt euch zu, als ihr herankommt. Woher habt ihr diese Hörner? Die wachsen ja immer, wenn ich die Höllen besucht habe. Aber nach ein paar Wochen fallen sie wieder ab. Das muss an den teuflischen Blut liegen, das wird man nachempfinden. Ein Erbe mütterlicherseits. Teuflisches Blut? Wieso? Ja, sowas wie mich nennt man einen Tiefling. Sowas passiert, wenn sich Teufel und Dämonen in eurer Erbfolge verewigen. Engel sieht man irgendwie seltener mit Menschen im Bett, versteht ihr? Was treibt euch in diese die Gegend? Wie? Oh, ich reise viel. Ich stolperte über diese schmollenden Pilger, als sie den Limbus verließen und dachte, sie könnten vielleicht etwas Aufnahmedroge brauchen. Wie es scheint, habe ich einen Hang zum Unmöglichen. Pilger? Habt ihr denn keine Augen im Kopf? Der Gasthof ist doch voll von denen. Graue Haut, miesepetrige Mienen, reden nur mit frömmelnden Flüsterstimmen. Sie wurden alle von dieser Närrin in die neuen Höllen geführt, dieser Sensei und alles im Namen des Schlafenden. Wer ist denn die Sensei? Das wissen wir eigentlich, aber egal. Och, die findet ihr im Tempel, gleich nördlich von hier. Da kümmert sie sich um den Schlafenden. Die Sensei war es, die diese ganzen schmollenden Pilger hergebracht hat. Und nicht einer davon hat auch nur einen funkelnden Humor, fürchte ich. Der Schlafende?
Der Gehörnte spuckt verächtlich auf den Boden und er mischt die Karten etwas heftiger. Wenn ihr etwas über den Schlafenden wissen wollt, fragt die Sensei. Ich halte mich da raus. Wo haltet ihr euch raus? Ach, es war eigentlich nur ein harmloser kleiner Scherz. Diese langweiligen Pilger quasseln die ganze Zeit nur Schlafender hier und Schlafender da. Da hatte ich die Idee, es könnte doch lustig sein, den Kerl mal aufzuwecken. Als die Sensei davon Wind bekam, war natürlich Schluss mit lustig. Sie war ziemlich sauer. Wie wolltet ihr den Schlafenden denn aufwecken? Och, ein alter Bade wie ich schnappt schon hier und da ein paar kleine Säckchen auf. Es gibt da diesen Instrumentenbauer in Sigil, dessen Trompeten alle so ein kleines Portal zu der Ebene des Pandemoniums enthalten. Wenn man das Ding an die Lippen setzt und bläst, blasen alle Winde des Pandemoniums mit einem. Ich hatte vor, die Trompete dem Schlafenden direkt ans Ohr zu halten. Davon würde jeder wach, selbst der. Könnte ich die Trompete kurz mal ausleihen?